gerade am Punkt 14. Keine Bewegung! Was zum? Ich wollte nicht! Also wenn deine Arbeiten schlecht waren, Junge, dann Fallbild, aber ohne Beifall. Kein Stück schlauer als zuvor. Ich werde es später noch einmal versuchen. Alles klar, dann machen wir das nochmal. So, dann wollen wir mal. Ich kann die Dias verschieben und drehen. Mal sehen, ob ich sie so anordnen kann, dass sie einen Sinn ergeben. Weil für mich haben die Dias irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Das ist das Doofe. So sind sie ja schon mal richtig rum. Aber irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Wartet mal. Vielleicht sind das hier. Das hier könnte. Hm, doch nicht. Hier sind ja überall so Striche. Ja, entschuldigt bitte, wenn ich nicht so gesprächig gerade bin, weil das ist irgendwie doch sehr. Knifflig. Was ist, wenn man das. Seht ihr das? Was bedeutet das? Das Bild nehmen. Ah, hier sind auch noch Striche.
Das ergibt für mich alles keinen Sinn. Was wollen die denn haben? 2482. Richtig angeordnet ergeben die Balken Digitalziffern. Ich bin mir sicher, dass das die Codenummer für die Geheimtür ist. Die Negative waren Fullers Gedächtnisstütze für den Notfall. 2482. Gut, dann gehen wir mal runter in den Keller. Also da wäre ich jetzt nie drauf gekommen auf 2482. Ich wusste, ich kann mir da zwar denken mit den Strichen, dass dann irgendwas ist. Aber 2482 wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Wirklich nicht, also. Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist. Nee, hier gibt's ja keine 8, ne? Hier gibt es ja gar keinen. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist denn das hier? Ich habe etwas vom Abführmittel in die Spritze gezogen. In Ordnung. Das Abführmittel ist in der Sodaflasche. Okay. Gut, dann haben wir das Rätsel auch schon mal gelöst. Wofür auch immer. So, aber ich muss ja jetzt hier irgendwie gucken, dass ich 2482. Das muss ja irgend hier so ein Code sein. Was steht denn? Ja. Nein. Hier. Geheimtür öffnen. Auf den Negativen war ein Code versteckt. 2482. Die Bilder stammen aus allen Teilen der Welt. Hat Fuller nicht auch mal eine Weltreise gemacht? Was war die Situation? Was war die Station seiner Reise? Fullers Schlüssel sieht aus, als könne man damit etwas aufziehen. Vielleicht eine Spieluhr. Ja, also das war ja so eine Uhr. Dias betrachtet man am besten auf einem Leuchttisch. Das haben wir ja gemacht. Also, auf den Negativen war ein Code versteckt. 2482, das habe ich mir ja auch notiert. So. Zwei, vier, acht, zwei. Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist. Tja. Muss man die doch so? Nein! Das muss irgendein Mechanismus sein, kein Geheimfach. Mit der Brechstange würde ich ihn nur zerstören. Aber wo können wir das jetzt eingeben? Das ist irgend so ein Schloss in Europa. Der alte Disney hat es als Vorbild für sein Cinderella-Schloss benutzt. Wenn wir jetzt hier die zweite... zwei. Das ist das Schloss. Die vier ist Monument Valley. Das ist das Monument Valley in Utah. Der wilde Westen schlechthin, seit John Ford dort seine Filme gedreht hat. Man sieht förmlich John Wayne auf seinem Gaul in den Sonnenuntergang reiten. Dann wieder das Schloss. Nee, gar nicht. Die 8, aber was ist die 8? Ist vielleicht oben noch irgendetwas, was wir brauchen? Lässt sich die Geheimtür nur von oben irgendwo öffnen? Was haben wir denn hier noch?
Die Weltkarte, die Stiefel. Und schon wieder die Kuckucksuhr. Aber wir haben keinen Schlüssel mehr. In der Uhr war die Schachtel versteckt. Sie muss ein ziemlich ausgeklügeltes Innenleben haben. Ich glaube kaum, dass da noch mehr drin versteckt ist. Jetzt ist es einfach nur eine hässliche Uhr. Gehen wir nochmal im Verkaufsraum rein. Weil irgendwo muss ja das geöffnet werden können, das Mechanismus. Hier können wir definitiv nichts machen. Und da drin ist da irgendwo was versteckt, wo wir diesen Code eingeben können. Auch nicht. Okay, dann gehen wir wieder runter im Keller, weil hier muss ja irgendwo was sein. Was sagst du denn zu diesem Bohnenbrett? Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist. Aha. Joa. Kellerfenster. Vielleicht ist ja draußen noch irgendwas. Vielleicht muss halt ja von draußen geöffnet werden. Von draußen. Komm ich her. Ich muss sagen, es war Nacht. Nein, ganz bestimmt nicht. Zur Straße. Da wollen wir aber nicht hin. Zwei, vier, acht, zwei. Ja, ich will die ja öffnen. Manu. Ich will die ja öffnen. Ich will die ja öffnen, aber das geht nicht. Die Sphinx mit der Cheops-Pyramide im Hintergrund. Die Sphinx mit der... Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist, ja. Verflixt und zugenäht. Das gibt es doch nicht. Gibt's doch nicht. Jetzt sind wir ein bisschen weiter. Und hängen jetzt hier fest. Ach, Manu. Tja, da geht's wieder nach oben. Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist.
Was kann man denn auf einer Waage draufstellen?